Oh, moin moin, herzlich willkommen liebe Leute, seid gegrüßt. Neue Runde hier vom LS22 Multiplayer. Immer noch in der Grasernte mit anderen. Moin. Moin. Die da wären Carsten, Florian, Minik, heute Pascal, Vulkanstrecke. Die meisten, oder guckt ihr eigentlich außer Vulkanstrecke, gucken alle Fußball, oder? Und ich gucke auch nicht. Carsten, soll ich auch nicht. Auch ich kriege immer die Fußballbildung von meiner Mutter mit, die guckt nämlich immer Fußball. Ja, jetzt gerade meine ich, jetzt gerade nebenbei. Die guckt heute bestimmt auch. Doch, doch, die guckt das auch. Nur ich nicht. Ich krieg das morgen erzählt. Über Pascal ist drüben schon deutlich mehr zu. Ich hätte das immer nicht so schnell bekannt, Schnecke da. Ja, ich musste erst das Vorgehen machen, musste jetzt hier, du hast ja noch nicht vorgearbeitet hier. Was? Ich bin auch ein komplettes Vorgewende rumgefahren. Jetzt lohnt sich's aber gleich. Danach kann ich ja drüben weitermachen. Gut, da sind wir wahrscheinlich, bin ich ein bisschen schneller als du wieder drüben und dann müsste es eigentlich gehen. Ich brauche ja zwei Reihen. Obwohl, nicht ganz. Ne, 17 Meter, glaube ich, hast du, ne? Mhm. 2 Meter bei mir. 17 Meter, ja, das sieht auch so aus, ja. Lass doch mal davon. Ja, ich fahre nur 15. Ich würde jetzt mal kurz Geld ausgeben, ne? Das Feld, oder? Mhm. Das können wir mal in der zweiten Hälfte kaufen. Na, jetzt haben wir es aber. Da muss gerade noch machen. Da haben wir gerade auch wieder viel Sonne von hier. Welche F13 oder so? Ach. Basecool. Das wird 72 auch. Sind ja gerade nur da mit dem Folder und die Riff sind. Die 63 und die 15 sollen ja noch mit Robbern reinkommen. Ja. 61 ist noch Main oder was? 61 ist noch Main und die 18 ist noch Main. Da war schon die Silage. Oh. Oder der 18 war. Nee, 18 ist da auch mal. Ja, aber da wollten wir die Silage machen, dann muss ich das nicht von den Händen. Problem müssen halt auch gucken, wenn wir die 74, 75 Grad irgendwie kommen zusammen. Und zur Not haben wir noch was im Lager, und jetzt nicht mal für mehr was nachher heute machen. 25, ach, so große Ballen machst du. Bitte? 25.000 Liter Ballen. Wie heißt der von Saarbrücken? Gauss? Ja, was ist da jetzt so komisch dran? Das ist komisch, ja. Kannst du denn bei mir nicht hin und gerade wieder drauflegen? Florian? Jetzt frage ich ihn schon. Das Rennen geht nicht, dann fällt irgendwann rum. Ne, nicht wahr. So, jetzt. Den hatte ich vorhin versucht auszuwerfen, aber es ging nicht. War noch zu wenig.
Ist ja egal, jetzt haben wir halt da noch Szenarien. Nacht in Theorie schon weggespult werden oder ist da noch irgendwas zu tun? Ich hab's doch nicht offen. Wir haben ja noch einen Juli-Tag dann. Ja, man sollte vielleicht mal noch Pfirsich zur Molkerei fahren. Innerhalb von 13 Stunden, das ist doch dann schon 7 Uhr. Ja, und nachher spulen wir zu lang irgendwie und dann doof. Weil es wird ja früh hell, ne? Bis um 6 spulen. Schaff nicht, müssen wir auch nochmal rüberfahren. Gut, ich weiß nicht, ob wir da genug haben. 22.000 Liter. Okay. Buchhörnschnecke lässt den Motor an. Ja, kann gleich der nächste in die Ballenpresse springen. Steht hier auch noch irgendwo nichts rum. Jetzt habe ich ja was anderes zu tun. Oh. Lass mal die Fahrzeuge einfach irgendwo stehen, oder? Dann wissen wir das auch, wo das herkommt, und werden wir die Fahrzeuge irgendwo finden. Das bin nicht nur ich, glaube. So. Und nur auf der Karte ein bisschen durchtappen, dann sieht man natürlich nicht mehr, klar, dass ich wiederkomme. Was auch? Ein Dreh oder Black Forest? Beide. Beide. Aber du nie. Mhm. Was soll ich jetzt schon wieder gewesen sein? Angeblich lassen mir die Fahrzeuge nicht mehr überstehen. Ich bin den ganzen Abend mit dem gleichen Fahrzeug unterwegs. Ja, es geht auch um die anderen Abende. Ah, das Einzige, dass ich vielleicht mal irgendwo stehen lasse, ist das Auto los. Aber dann. Bei uns heißt es immer getroffene Hundebälle. Mhm. Den Teil fällt auch auf. Ablenkungsmanöver. Nachspielzeit ist, wie ist der Spielverlauf? Klappt auch am Drücker oder einfach kriegt keiner irgendwas hin? Ja, es ist schon mehr Richtung Saarbrücker Tor. Ja, weil Saarbrücken nicht mehr kann, aber die Verteidigung ist noch ganz gut. Und dann gibt es wahrscheinlich kurz vor Ende 2-1. Wahrscheinlich. So ein dummes Tor wie im Pokal Leverkusen Stuttgart. Mit Gerd, der chillt da oben allein im Team Gruppen Raum. Zieh ihn halt mal runter. Ich hab die Chance gemacht. Rechts macht er. Wahrscheinlich der Feierabend ist auch schon nach 10. Ja, wenn es vom Fußball läuft, geht schon noch ein bisschen. Beste Frauenfußball guckt er gerade, oder? Morgen guckt er doch bestimmt auch. Morgen? Dortmund Eindhoven, ja. Ah, ach so, Eindhoven. Ja, wo wird das übertragen? Fußball. Also nicht Amazon oder so. Ist Mittwoch nicht sogar? Ich weiß es nicht. Also ich schnell gleich gucke, aber ich weiß es nicht, keine Ahnung. Ich hätte jetzt gesagt, das ist normal auf Sky, weil es Mittwochspiel ist. Aber ich weiß gerade gar nicht, ob überhaupt eine Champions League auf Sky läuft. Was hast du für Karten? Läuft alles auf der Zoom morgen.
Heute ist es Prime das eine und das andere das U. Zwischen Feld 56 und 55 an der Straße steht der Autoloader voll beladen mit den Strohballen. Den Rest habe ich an der Seite auf dem Feld hingelegt, hinterm LKW, dass es feldfrei ist, weil ich würde Schluss machen. Ja, danke. Dann das ganze Bein sammeln. Hast du wie viel gesammelt? Hast du gezählt? Oder? Ich glaube 8 Finger voll. Ja, schon was zusammengekommen sein. Ist doch ordentlich, ja. Da lag hier auch eine Menge rum noch, ja. Wo seid ihr jetzt? Ungefähr, ja. Dann noch schönen Abend für den Rest, und bis demnächst. Ja, nach den F4. Ja, schönen Abend noch. Ja, schönen Abend. Wir müssen ein bisschen langsam machen. Ich wünsche euch was. Jo, ciao. Danke, tschüss. Tschüss. Und gegen mir im Single mache ich das jetzt anders. Ich habe so einen, diesen Anhänger, den Holger auch nutzt, diesen Ballanhänger, der dieses Giants Standard-Auto-Gut hat. Den hänge ich direkt an die Presse dran und dann sagt Auto 3, Cosplay, ja, nur wenn ein Anhänger voll ist, dann bleibt er stehen. Hast du gleich 142 Ballen auf dem Haufen. Das ist doch. Dann fährst du mit dem ganzen Gespann dann los, oder wie? Ne, den lade ich ab und dann fahre ich mit dem zweiten Ballen dann mal fahre ich dann weg. Ach so, ja. So wie du mit deiner Rux und Häcksel. Die müssen bloß noch selber die Bäume suchen. Doch, jetzt mal gegen das Recht fort. Lass du den Streifen stehen, Fett. Reifen? Ja, auf der rechten Seite. Da sieht es bloß so aus. Das Cosplay gab es ja auch gestern. Ne, vorgestern ein großes Update wieder. Heißt? Ich weiß gar nicht, ich habe mir nicht alles genau durchgelesen. Das Cosplay ist mir auf jeden Fall samt die Federfixe. Ich glaube, es soll auch verbessert worden sein, dass er das Feld besser erkennt. Also das hast du auch manchmal, dass du doch andauernd ein Stück vorfahren musst, bis er da den Kurs generiert. Also mein letztes Cosplay-Update ist mindestens ein halbes Jahr her. Alter, welche Version spielst du denn noch? 7.3 oder? 6. Ich kann alles, was ich können muss, also von dem her. Ja, das denke ich mir auch meistens. Es gibt dann immer Kleinigkeiten, die besser sind. Also, auch mein Autodrive habe ich ewig nicht mehr aktualisiert. Autodrive ist jetzt richtig gut. Ich finde es auch gut, dass du die Zahlen. Also mehr Zahlen auswählen kannst und dass du da jetzt mit dem Mausrad durchscrollen kannst. Warum musst du es denn klicken? Ja, die mehr Zahlen hätte ich jetzt nicht gebraucht, aber das Durchscrollen ist praktisch. Na, aber manchmal was, ist das schon. Was kann ich durchscrollen? Wenn du kannst doch da die Auswahl, wenn du jetzt sagen wir mal, das begrenzen willst, dass du nur auf 5 Touren fährst, musstest du doch früher immer klicken. Und das kannst du mit dem Mausrad scrollen. Und du kannst auch bis 99 Touren fahren. Ah, okay. Und wenn du, die linke Shift-Taste drückst und klickst oder scrollst, gehst zum 10er schritten. Okay. Oh nein, jetzt habe ich hier unseren schönen Hopfen kaputt gefahren. Ach, Black Forest. Bloß wegen Fußballspiel. Na toll. Nee, und weil ich irgendwie weggemulcht oder was? Das diskutiert habe. Das war klar, dass das. Wo ist er denn jetzt? Was hat er kaputt gemacht? Wo ist er? Der Fitness erstmal auf der Übersichtskarte. Welches Feld hat er zerstört? 69, man sieht, wenn man reinzoomt. Ja, man sieht das, ein ganzes Stück. Jetzt, man sieht das sogar per Satellit, was so ein. Das ist ein Weltall, sieht man das. Das ist bestimmt das russische Satellit. Ja. Was ist auf der 19 erntereif? Cool war das, ne? Ja, und auf der 72er auch. Black Forest, hattest du das Video eigentlich auch geguckt? Was ich dir doch schon mal geschickt hatte mit den russischen Hackern da, oder hast du es noch? Nee, noch nicht. So. Ich hab's noch vergessen. Habe ich da noch nicht geguckt. Das wollte ich auch gucken. Das ist echt richtig interessant. Wo ist denn das zu sehen? Das heißt Putins Bären oder so. Ja, das reicht schon, wenn man das eingibt bei Google. Ja, das finde ich gut. Ich kann ja sonst mal einen Link schicken. Nach dem Stream.
in der ARD-Mediathek drin. Achso, ja, das findet man, ja. Hey. Alles korrupt. Ich wusste ja schon, dass sie in unserem System sind, aber dass das so toll ist, also das ist echt schön. Alles korrupt. Ist ja nicht, wenn du trauen kannst, warum nicht? Ich bin bloß im Bootskastel an, kann ich mich nicht daran erinnern. War zwar da, aber kann ich mich nicht daran erinnern. Ist natürlich gut, wenn man Alzheimer hat und Bundeskanzler ist. Ich kann mich auch nicht mehr erinnern, dass ich hier gerade Hopfen kaputt gefahren habe. Genau. aber Reh, das Gehalt ist nicht da, dann kann er sich einfach wieder an alles erinnern. Wenn das Gehalt nicht genug ist, dann erhöhen wir es halt mal wieder. Mhm. Haben sich genau. Erste Amtshandlung, erstmal die Diäten erhöhen. Wo man selber sich auch bei der Arbeit, ne? Erstmal das Gehalt anpassen. So, wir haben doch jetzt gelernt, streichen. Ich stimme mir also selber zu, dass ich mir mein Gehalt erhöhe. Das ist schon echt genial. Ja. Da muss ich sagen, wer sagt da nein? Selbstbedienungsladen. Mhm. Ja, 90. Minute. Und das Spiel fällt einfach komplett wieder unter Wasser. Und jetzt sieht es irgendwie so aus, als wenn es nicht mehr regnet, oder? Warum sagt denn keiner, dass ich bremsen soll? Mensch. Zu wieder reingefahren. Nein, gerade noch rechtzeitig. Ich sehe, dass Black Forest gerade umdreht. Ich habe da ab und zu mal wieder geguckt. Abend weiß. Du schon von einer unsichtbaren Kollision am Tor des Feedblock-Bauplans. Mhm. Nö. Jetzt, ich habe ja schon wieder keinen aktuellen Chat mehr. Haben wir wieder ein Foto schicken, per E-Mail oder Discord oder was auch immer. 18. Und dann zu 61 runter. Oder wir fahren erst 61 und dann zu 18 auf dem Rückweg. Ist eigentlich egal, wie wir es machen. Wie willst du das haben? Dann fahren wir 61. Gut, dann haben wir hier links rausfahren. Ne? Oh, ist ja schon Nachspielzeit. Wo willst du denn jetzt fett? Was leben wir denn hier noch? Ich dachte, wir sind hier noch mähen. Wer fällt ein? Nee, das gehört uns ja nicht, das Land. Ach, siehst du in dieser Wiederholung, wie nass der Platz ist? Ja, ja. Das ist krass, das ist so krass. Das ist. Ich glaube auch, wenn die Wasserball. Ich glaube, ja. Wenn die mit ihren Trikots nachher in der Kabine sind, dann kannst du danach erstmal mit einem Staubsauger das Wasser raufsaugen. Das wäre jetzt witzig. Jetzt ein schönes Freistoßtor. Mhm. Ach du Hei. Ja. Boah, knapp, ne? Oh, schade. Das ist gewesen. Hey, hey, hey. Vor allem hast du das in der Wiederholung eben gesehen, der, wie weit unten der seine Stutzen hat. Die haben doch manchmal, glaube ich, gar keine Schienbeinschoner mehr an, oder? Ja, das ist, bei manchen Spielern fällt mir das auf. Ich weiß auch nicht, warum. Also das ja, aber normal ist es gelb, wenn sie nicht das richtige Arbeitswerkzeug anhaben. Das ist doch nicht eine gelbe Karte. Ja, aber manche laufen das ganze Spiel über so rum. Ja, aber das darfst du ja eigentlich gar nicht. Du musst das ja anhaben. Ja, die haben auch da unten wahrscheinlich so kleine Mini-Schienbeinschoner. 10x10 cm oder so. Aber so das, Maschinen, da unten ist doch das Schienbein gar nicht mehr. Aber manche Spieler, die laufen echt so rum, wie wenn sie komplett ohne wären. Fällt mir auch auf. Gibt's auch so einen beim VfB. Ball rollt nicht mehr richtig. Ich kann mir vorstellen, alles nass ist, da kann ja nicht viel rollen, da wird ja gebremst durchs Wasser. Was ist das hier links eigentlich für eine weiße Frucht? Ja. Wegen Wachstum. Ist das Buchweizen? Ja. Weiß ich gar nicht genau. Welche Wachstumsstufe das von was ist. Oh, was? Jawoll! Geil, 2-1. Was? Für Saarbrücken oder was? Eine Minute noch. Das würde sich nicht so freuen. Wie geil. Eine Minute noch.
Ich glaube, das Ding ist durch. Habe ich ja, das nicht ihm gesagt, Black Forest? Habe ich das nicht gesagt? Das ist doch geil. Das war auch genau gleich gegen Bayern auch. Der nächste Bundesliga ist, das ist so krass. Unglaublich. Ich glaube, die reisen heute wieder in die Stadt, ne? Ab. Oder was ist jetzt danach? Halbfinale, ne? Ja. Oder wie weit sind die? Gegen wen spielen? Ja, Halbfinale. Gegen Leverkusen? Oder? Lautern. Ja, ich glaube Lautern. Ist ach, gegen Lautern, oha, okay. Hab ich vorher mal gesagt. Das heißt, das ist ein Nicht-Bundesligist im Finale. Das ist echt krass. Und was meinst du, wenn der Nicht-Bundesligist das gewinnt? Dann haben wir noch mehr Plätze in Europa. Das ist so krass. Hm. 61 ich dachte dahinter, erst, ne? Oh, wieso kriegt er den nicht? Aber ja, dann war da hinten der noch gestanden, ne? Ich hab gedacht, der Torwart kriegt ihn, aber der ist ja in die falsche Ecke gesprungen, der Dussel, warum auch immer. Wurde abfälscht, oder was? Ne, sah nicht so aus, oder? Ich konnte nichts erkennen. Ich hab's nicht gesehen gehabt. Ich hab's auch nicht richtig gesehen. Aber das wird ja bestimmt ein paar Mal wiederholt. Jetzt ist vierte Minute, jetzt müsst ihr eigentlich abpfeifen, ja, oder? Ja, bestimmt, gibt's nicht Videoschiedsrichter, ja. Wird bestimmt noch aberkannt, das Tor, oder? Der pfeift gleich ab und dann ist das Ding durch. Oh. Hauptsache weg. Jawohl, die haben aus ihn. Aus der Drehung hat er es versucht. Hallo, vier Minuten sind um, pfeif ab, Meister. Jetzt war noch ein Tor zwischen. Gut, da war das Tor, das hat er natürlich Unterbrechung gegeben. Aber. Oh. Uiuiuiui. Das wird noch ganz schön knapp. Mhm. Oh, aber jetzt könnt ihr langsam echt mal abpfeifen. Das so, sag ich so, doch. Jetzt ist der jetzt, Ball dran. Ja, das Ding ist durch, glaube ich. So, was soll das hier werden? Oi. Das ist so heftig. Das ist der Brücken, die war sich echt unsterblich. Lass mal wechseln. Ich lass das immer noch weiterspielen. Willst du nicht mal weiterfahren, Fett? Nö. Lass mal umschalten, die Schrottablage hier. Jawohl. Jawohl. Geil. Der nächste Bundesliga ist raus. Das ist echt heftig. Sag ja, Gladbach ist nicht so gut aktuell. Aber dass Saarbrücken da gewinnt, ist schon eine Sensation, keine Frage. Bayern rausgehauen, ja. Frankfurt rausgehauen und Gladbach rausgehauen. Was, die Saarbrücker oder was? Ja. Mhm. Also Pokalschreck dieses Jahr. Ist ja offenbar richtig gut. Oh Fett, was machst du denn ja, da? Nur unser Getreideplatt. Ja, vielleicht Ach. Profitieren die von ihrem Platz. Doch, du hast echt ein Stück vom Getreide abgemäht. Nur die können darauf spielen. In der dritten Liga sind die nur Neunter. Ja, in der dritten Liga haben sie die ganzen Spiele verloren. Die waren sieglos dieses Jahr. Die sind halt sich hoch konzentriert, oder? Ich denke, die Bundesligisten können vielleicht auf dem Platz nicht spielen. Wahrscheinlich machen die das absichtlich mit dem schlechten Platz. Genau. Wir haben immer nachts noch bewässert, oder? sozusagen Heimvorteile. Genau. Fremde Plätze können sie nur spielen, wenn's, wenn er nass ist. Aber du hast es echt herbeigeredet, Pascal. Ja, ja, ich hab's gemacht. Gehört. Die Gladbacher heulen alle. Ich gar nicht. Ich auch nicht. Vor allem, also wenn ich jetzt Gladbach-Fan wäre, ich würde mich sowas von ärgern, weil die so leicht diesmal ins Halbfinale gekommen wärst. Das ist aber auch echt eine Sensation. Kannst du mal die Rundung machen, Herr Ross? Kann ich. Ach, was besser jetzt hier.
schön Schlange hier. Du musst auch hindern, hier hinter noch mitmähen, ja? Hinterm Baum meinst du? Naja. Oha. Was? Oha, die Klapperer drehen durch, wa? Mhm. Alle mumifiziert auf Spielfelder. Okay, Agro-Fans. Zu wenig Sicherheitspersonal am Start. Alle, ja, die stehen noch hinter der Bande. Die Werbebande geklettert. Ja. Das gibt erstmal Lack. Ist das geil. Krass. Krasser Lauf auf jeden Fall. Deswegen macht der Pokal einfach so viel Spaß. Genau wegen sowas. Weil da nicht nur immer Dortmund und Bayern und so gewinnen. Verabschiede mich für heute mal. Macht's gut. Jo, jo. Schönen Abend noch. Jo. Jo. Ja, tschüss. Bis Samstag. Ja. Ciao. Tschüss. Ich hätte mir immer noch nicht glaubt. Eine gerade Linie hier oder so einfach so irgendwas gemacht? Ja, gerade. Mensch, Lenkrad. Dass es sich auch nicht wieder zurückzieht. Das ist nicht das Lenkrad, das bist du. Nee, das Lenkrad, das sich nicht zurückzieht, sondern da irgendwie bei, ne, doppelten Einschlag hängen bleibt. Räder kaputt? Nee, ich glaube, das ist bei dem, stellt sich gar nicht ein. Ich muss das ja auch immer rausziehen für Kebab-Chef-Simulator da. Weil er sonst denkt, das Kebab-Chef denkt sonst, dass das Lenkrad wohl das hier Controller ist und dann läuft die Person die ganze Zeit und du kannst es nicht mehr beeinflussen. Die Person läuft einfach die ganze Zeit. Guten Abend, seid gegrüßt, moin. Denmark, Farming Denmark. Guten Abend. Wo kommst du vor? Ja, gute Nacht. Gerd ist auch immer noch da. Hängt bestimmt wieder in seinem Supermarkt. Ja, Gerd hat, glaube ich, auch gestern Kebab gespielt. Okay. Haben wir ihn influenced. Hallo, Gerd. Moin. Na, da ist er doch. Moin, Gerd. Moin. Wieder wach geworden. Ja. Oder gleich wieder im Bett eigentlich. Ja, mein Freund. Und was heute Abend irgendwas gespielt oder nicht? Der Beginn der Abend Scum. Okay. Und dann 2 Tagen Supermarkets und jetzt noch 2 Tagen Kebab. So viel Abwechslung drin. Das Scum macht ja das Spaß, oder? Ja. Ist schwer zu spielen. Aber ist auch ein Multiplayer oder ist es ein Singleplayer? Ja, auch Multiplayer. Mit Speedy Hoshi, zusammen oder Speedy, alleine? Mit Alpha Robbe und noch einer. Ja. Aber das ist echt schwer zu spielen. Also, sehr große Map, aber. Mhm. Auch so ein Survival Game oder so? Ja. Musst du da nicht aber so den Motor verrichten? Viel schwerer also nach dem Motto, als ja. Subsistenz. Spielt so gut, dass es man selber zu schlecht lebe, ne? Ja, das kostet eigentlich ein paar Tage, dass du eigentlich ein bisschen
gut bewaffnet bist und alles. Alles machen kannst. Ja. Aber da musst du sogar hier, wenn du auf Klo musst, musst du auch deine Notruf verrichten, oder? Ja, du musst pinkeln im Wald. Ja. Welches Spiel war das? Ich habe das nicht gesehen. Scum. So. S-C-O-M. Da gibt es auch schon ein bisschen länger den Titel. Ja. Ist der fertig entwickelt oder ist das auch noch ein Early Access? Ja, ist immer noch Early Access. Ja. Aber gut, alle schönen Abend noch, gute Nacht. Ja, danke, wir fahren jetzt. Ja. Jerry. Wenn du das passt bei uns ganz gut den Gras mähen. Dieses Feld noch im Feld 18, ne? Das geht ja auch ungefähr auf, dass wir dann gegen 11 Feier machen. Alles fertig kriegen wir heute ja nicht mehr. Die 41 kriegen wir nicht mehr fertig. Das weiß ich nicht, wie weit ihr da seid. Sehe ich ja nicht. Ja, ich bin ich meinte alles. Ich glaube, alles kriegen wir nicht fertig. Sind ja schon deutlich weniger geworden. Nee, natürlich nicht. Das sind jede Menge. Ich sag gerade, wir würden jetzt hier die 61 noch fertig mähen, denn die 18 ist ja schnell gemacht und dann langsam Richtung Hof aufräumen und dann ist auch Feierabend. Ja. 5 Stunden. Mal gucken, wie weit ich hier komme. Wenn du mit dem Wende fertig bist, kannst du mit in meine Presse reinsteigen da vorne. Ja. Du kannst gerade weiter pressen. Wieso bist du auch anders stehen? Nein, ich bin doch gerade am Schwaden. Ach so, ah ja, okay. Ach stimmt, weil Florian ja, jetzt auch. Steht da, dass Saarbrücken muss gegen Lautern spielen und Leverkusen am Feld Düsseldorf. Schon dumm irgendwo. Warum? Da muss Minikeule den Personalmangel ersetzen, ne? Ich hätte gern Düsseldorf gegen Kaiserslautern gehabt. Weil ich will, dass Kaiserslautern ins Finale kommt. Aber Leverkusen kann auch nicht verlieren. Ja, was meinst du? Du hättest damals gewettet, dass Saarbrücken ins Halbfinale kommt, was du dafür eine gute Quote hattest. Ich glaube, aha, das wäre reich, gewesen. Reich. Ja. Ja, heutzutage verdient man sein Geld nicht mit Arbeit. Ja. Irgendjemand muss ihr Geld. Irgendjemand muss arbeiten. Nicht ja, klar. Auf der Marsch. Ja. Wahrscheinlich hatte Vetter die Löhne ausgeschaltet. Für die Helfer. Ja. Standardhelferlohn. Also ja, man muss jetzt gleich wieder richtig anfangen zu arbeiten. Gar nicht. Erster Siebter. Oh, okay. Oh, schon das Jahr schon wieder weit rum. Schneller, ja, wie man denkt, ne? Das ist dann in so einem Jahr irgendwie. Hast du hier was, hast du da was? Und Ferien. Das ist ja auch, wir kriegen ja von Holstein von der Mitgliedschaft jedes Jahr. Also immer wenn das Mitgliedsjahr rum ist, kriegst du ja ein neues Geschenk von denen zugeschickt. Da denkt man auch immer, Wahnsinn, dass schon ein Jahr rum ist. Ja, und das wird schon mal von Jahr zu Jahr gefühlt. Mhm.
Und dann machst du wieder 80% oder wie viel dann? Nö, was habe ich denn vorher gemacht? 25 Stunden. 38 wäre voll, 35 Stunden. Muss man ausrechnen, wie viel Prozent das jetzt wert, weiß ich nicht genau. Okay. Aber so, ne? Von, also 25 Stunden eigentlich auf 3 volle Tage. Denke ich zumindest. 80% bei 36 Stunden. 20 Stunden. Das sind, glaube ich, 30 Stunden oder so. Ja, das ist mehr so 60% wahrscheinlich dann. Kollege bei uns, der ist letztes Jahr am Ende gegangen. Jetzt fängt er wieder an bei uns, weil das daheim nicht aushält. Jo. Ja. Das hab Problem habe ich nicht, ich habe so viel zu tun. Also ich dachte immer schon durch Modding, durch das Ganze hier, ne, Video, Dings ums YouTube und hier und da hast du nicht gesehen, du bist ja überall Baustellen. Ich glaube, der hält vor allem mit seiner Frau nicht aus. Ja, das kann sein. Ist halt wirklich so, Alter. Ist kein Scherz. Ne, das kann ich mir vorstellen. Welche Bahn fährst du jetzt, die bei den Windmühlen oder am Hof? Was, bist du schon? Nee, ich bin jetzt gleich erst am Umdrehen. Ja, dann nehme ich die am Hof. Gut. Gespannt, nächste Woche soll ja unser neuer Teleskoplader endlich kommen, den wir vom halben Jahr bestellt haben. Also nicht so nach dem Motto bei der Messe damals so irgendwie? Naja, bei der Norla. Ja. Kurz danach haben wir ihn gekauft. Ich werde nicht den Lehrling fahren lassen, wie wäre das? Hey, wir haben ja 3 Stücke auf dem Hof und einer ist für die Lehrlinge, der ist verhurte, der sowieso kaputt ist, so halbwegs. Und einer, da darf der Chef nur mitfahren. Und einer ist so für uns, für Angestellten. Das ist auch, also den die Lehrlinge fahren, der ist eigentlich ja nur für die Tiere zum Füttern und der andere ist nur für Biogas. So zum Füttern, Mais schieben und aufladen und so. Der andere ist halt eben für Busch schieben und halt eben Stroh aufladen im Sommer und so. Und so. So, jetzt noch auf die 18. Aber unser Geselle hat das auch schon mal hingekriegt, dann wollte er morgens die Biogasanlage füttern. Da waren auch die Palettengabel dran. Dann hat er umgebaut auf die Schaufel und wundert sich auf einmal bei Maisilo, als er angekommen ist, dass die Schaufel gar nicht mit dran ist vorne am Teleporter. Und dann hat er vergessen, die Verriegelung zuzumachen und dann lag die Schaufel im Vielfraß drin. Wie nennt ihr das? Der Geselle war nicht zufällig du. Vielfraß. Vielfraß? Ne, da war ich tatsächlich noch in der Ausbildung. Was passiert ist. Und hat auch Gott sei Dank freies Wochenende, muss man das nicht vom Chef anhören. Wieso, was willst du denn sonst dazu sagen? Das heißt viel Fraß. Warum heißt es viel Fraß? Weil es alles frisst. Keine Ahnung. Ich dachte, du bist das. Ja. Stimmt, ich esse auch viel. Oder viel, aber nicht alles. Was ist ja nicht mit der kleinen Ecke? Haben wir nicht hier eigentlich auch noch Zugang zum Landfeld? Nochmal gerade auf. Wir haben nochmal das Stück gekauft. Können wir die doch auch mitmähen. Welche Ecke? Hier. So. Da wo du mal Bein gelagert hast, oder wie? Weiß ich gar nicht. Klapse. Können wir mähen. Na, ich wollte den anderen Weg rum. Ich wollte Laura noch besuchen kurz. Ach so. Ich musste bei mir nach Post gucken. Und frohe Ostern, ne? Wir haben ja Karfreitag, ist heute auf YouTube. Nee, doch, ja. Ne? Das ist, ja. 29.3. müsste das sein heute. Das ist das Osterwochenende. Also Osterferien steht an. 3 Wochen. Und seit Ferien. Ferien, was ist das?
Als ich sie gut an Ferien ist, dass unsere Lehrlinge auf dem Hof sind und nicht zur Schule müssen. Habt ihr hier so Wochen, also hier tagesmäßig Schule? Ja, 2 Tage. Also je nachdem, welches Lehrjahr, ne, entweder 1 oder 2 Tage pro Woche sind die weg. Bei uns ist ja normal Blockunterricht, immer 6 Wochen am Stück sind sie dann weg. Ja, das hat unser eine Werkler. Wir? Ja. Ja. Azubinen. Versicherungskaufmann oder was? Ja, genau. Versicherung für Köln. Kaufmann für Versicherung und Finanzen heißt es ja heute. Und dann Schwerpunkt Versicherung, weil wir eine Versicherung sind. Oder sonst hast du halt Schwerpunkt Finanzen, wenn du halt in der Bank bist. Früher gab es ja den klassischen Bankkaufmann oder Versicherungskaufmann. Mittlerweile gibt es halt den Kaufmann für Versicherung und Finanzen und dann halt mit dem Zusatzschwerpunkt, bla. Ich stelle mir das ja irgendwie total langweiligen Job vor. Geht so. Bei uns gibt es da viele, wo das Ganze im duales Studium machen. Ja. Und auch nicht bloß Banken und Versicherung, sondern auch IT. Mhm. Ich glaube, dieses Jahr haben wir so viele Azubis wie noch nie. 180 oder so. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ich glaube, wir haben 4 Azubis. Mit dem EDV-Azubi schon mitgerechnet. Also, wir haben normalerweise sind, glaube ich, 150 geplant gewesen. Und über 180 haben wir. Scheinbar konnte man die nicht ablehnen. Naja, wenn sie zu gut sind. Naja, aber man. Also, haben heute noch gute Azubis? Ja. Man kann auch immer froh sein, dass man welche findet. Das wird ja auch immer schwerer. Also, wir finden für nächstes Jahr überhaupt keine mehr. Wir hatten jetzt schon dritte Ausschreibung. Welcher Job wohl langweilig ist. Wenn ihr keine Azubis findet. Aber es ist tatsächlich so, also ist bei uns auch nicht so leicht und finden da irgendwelche. Bei uns hast du häufig dann die Jungen, die dann, also jungen Mädchen, jungen Jungs, wie auch immer, die gerade so aus der Schule raus sind und dann tatsächlich so teilweise mit 15, 16 gerade so, sind sie eigentlich auch noch ein bisschen zu jung für so einen Job. Weil die ja noch meistens ganz andere Sachen im Kopf haben und nicht unbedingt. Hm. Das merkt man, wenn wir Praktikanten da haben. Ja. Es geht auch irgendwo noch um Datenschutz nachher auch, ne? Das, wenn die irgendwas preisgeben da, erzählen über die Firma, ja, dann muss man auch immer noch Angst haben. Ne? Na gut, die Klausel hätten sie ja sowieso alle. Das wird alles unterschrieben, ne? Wir haben jetzt auch am Donnerstag einen Praktikanten, der ist irgendwie 8. Klasse. Ja. Den muss ich halt auch, also. Als ich in der 8. Klasse war, hatte ich auch null Plan, was ich machen will. So, ja auch. Dann habe ich Praktikum bei der Polizei gemacht. Eine Woche lang jeden Tag was anderes macht er dann irgendwie so. Ja, aber dann sieht er ja wenigstens in welche Richtung, dass es vielleicht mal Sinn macht. Das ist ja wenig man Einblick, sollte, wenn du so viele Unterschiede machst, oder wie sich. Nein, aber denen sollte man dann auch die von vornherein auch die Verdienstmöglichkeiten in welchem, wo sie jetzt gerade sind. Was machst du denn da? Da kannst du auch Spartablage machen. Das habe ich jetzt nicht ganz verstanden. Was meinst du mit Unterschiede, Fett? Du sagst, er macht ganz viele unterschiedliche, immer nur einen Tag oder was war das? Ja genau, eine Woche lang macht er 5 verschiedene Praktika bei 5 verschiedenen Betrieben. Aber da merkst du, schnallst du ja nicht so richtig viel und da kriegst du ja gar nichts eigentlich mit. Du bist gerade da, mach hier, hallo, aber moin. Aber so ist das irgendwie geplant von der Schule aus, also. Ja. Vorhin hast du noch so komisch Breitablage gemacht, nicht mit ersten Mausen rum in die Mitte schmeißen. Nö. Oh. Lässt nach zum Feierabend hier. Merkt. Was habt ihr denn gemacht als Praktikum damals? Oh je. Völlig absurde Sachen, die nichts mit dem zu tun haben, was ich jetzt mache oder wo ich auch irgendwie damals schon wusste, dass auch wenn ich das Praktikum mache, dass ich das sowieso danach nicht machen werde. Ich habe Praktikum beim Umweltamt gemacht, sind warum mit der Baumschutzsatzung Bäume angeguckt und so. Ich war unter anderem, also ich hatte 3 Wochen Praktikum und ich habe 3 verschiedene Sachen gemacht. Ich war unter anderem eine Woche beim Klavierbauer.
Ihr Bauer? Okay. Ich auch wenn ich nie auch nur überhaupt in Erwägung gezogen hätte, das mal beruflich zu machen, aber ich wusste damals auch nicht, was ich machen soll in dem Praktikum. Ich hatte keinen Plan. Ich habe beim Land Praktikum gemacht. Und dann hat meine Mutter bei dem angefragt, irgendwie, ob man bei dem mal ein Praktikum machen könnte. Und dann, weil wir den halt kannten. Und dann. Wahrscheinlich war es dein erster Praktikant. Und dann war ich noch eine Woche in der Wilhelma. Okay. Was? Das macht dir wiederum Sinn. Was das heißt ist das? Der Stuttgarter Zoo, der heißt so. So. Ja. Zoo Wasser hier, Zoo Werder Black Forest. Der kocht gerade Affe im Stelle ausmisten und so. Ich war da tatsächlich war die ganze Woche im Aquariumbereich. Also, ey. Echt? Musstest du den ganzen Tag schwimmen oder was? Aber wenn die Besucher kamen, dann musstest du Kunststücke machen. Deswegen magst du keinen Fisch. Ne, ich fand das eigentlich ganz cool so, aber ich hätte es mir jetzt auch nicht als Beruf vorstellen können. Aber es hat echt Spaß gemacht, muss ich sagen. Das würde ich nicht machen. Wilhelma ist ja so. Oder überhaupt in deine Dinger. Wenn du als Gärtner drin bist, schon alle. Boah. Ja gut, es ist ja nicht so wie ein normaler Zoo, es ist ja ein zoologisch-botanischer Garten. Ich kenne ich kenne Wilhelma. Ja, die Wilhelma, da war ich auch schon. Und Metterlingshaus hat mir immer so gut gefallen. Ja. Ich habe Praktikum beim Amt gemacht. Also sozusagen ein kleines Amt sozusagen, irgendwo auf dem Dorf. Als was? Verwaltungsfachangestellter oder so heißt das denn, ne? Ja, irgendwie sowas. Also ich durfte Kaffee kochen. Jeden Tag mehrfach. Oft viel. Deswegen ist es auf die Kaffee, oder wie? Ja, genau. Brötchen schmieren. Jeden Tag viel. Und echt jetzt? Akten. Ja, echt, sorry. Und Akten schreddern. Ich glaube 8 oder 9 Säcke voll Akten geschreddert. Unglaublich. Und Fußbodenfähig. Irgendwelche Archive sozusagen umsortieren von A nach B, so nach dem Motto. Also so richtig, also das, was sie beim Abend halt machen, so nix. Kaffee trinken. Das ist echt. Und genauso habe ich auch den Praktikumsbericht geschrieben. Habe ich nicht so eine gute Bewertung für gekriegt. Ich weiß gar nicht warum. Ja, war zu kritisch. Es war halt einfach nichts anderes. Es war Kaffee kochen, Brötchen schmieren und Aktenschredder. Tag für Tag. Schön Fotos gemacht davon. Richtig krassen Praktikumsbericht. Also echt. Eine 1 für verdienen eigentlich. Ich hätte auch gerne jemanden, der bei uns Brötchen schmiert. Du bleibst Forster, wer doch Brötchen schmiert. Ja. Das ist eher so ein Amtding, glaube ich. Echt krass. Du, vielleicht kann ich beim Kebab-Chef noch als Brötchenschmierer anfangen. Ich stelle noch Tellerwäscher ein. Nee, du bist doch der Tellerwäscher, da haben wir schon mehr. Nee. Mal gucken, dass du deine Mahlzeiten ordentlich und rechtzeitig zubereitest. Danke. Und betreffen Wunderengel Black Forest vor und jetzt hier Pascal. Das ist anders gleich. Du schiebst mich doch weg. Ja, ich stand auch zuerst hier. Ja, aber da könnt ihr doch zu zweit nebeneinander stehen. Ist doch die Reichweite groß genug. Oder nicht? Genau. Also beide nehmen müssen, mein und auch dein, das ist ja auch. Damit hat Fett nicht gerechnet, oder? Schon die Werkstatt verkauft, stehst du da. Brötchen schmieren klingt gut. Praktikanten könnten auch machen. Ja, ja, ist tatsächlich so. Also krass viele Brötchen geschmiert beim Amt, unglaublich. Also wenn wir Praktikanten haben, dann versuchen wir wirklich echt was zu zeigen und dass die was machen können. Ja, aber also, das ist das Amt. Das machen die. Also Black Forest, was zeigt ihr? Nee. Welchen Aufschnitt ihr verwendet? Oder welche Teller nicht. Oder Messer? Oder? Also bist du auch beim Amt? Oder? Ja. Ja. Jetzt hat das auch schon alles. Aber ich bin Amt. Auch nicht im Verwaltungsbereich, also von dem her. Ich weiß nicht, wie es im Verwaltungsbereich ist. Ja, genau. Du vertreibst hier draußen deine Zeit, so nach dem Motto. Auch, ja. Also ich drin und draußen. Ja, das zweite Praktikum, das war bei der Polizei. Das war ein bisschen spannender. Mit Hundetrainierplatz, wie diese Hunde da ausgebildet werden und mit Fahren und hast du nicht gesehen.
Irgendwie ist ab hier mal der Spielsound weg, ne? Ja. Weiß nicht, die Hallen, den schlucken den Hall auf, die Hallen. Hier vorne geht's wieder. Verstehe ich auch nicht genau, was das für eine komische. Muss irgendwo irgendwie irgendwas miteinander verankert sein, glaube ich. Ich weiß auch nicht, ob es egal ist, ob hier eine Halle steht oder nicht, ob es an der Halle hängt oder irgendwie auf der Karte. Weil es ja auch nicht an allen Hallen ist, irgendwie. Nein. Ah, es war wieder ein fleißiger Tag heute hier. Ja, haben wir ordentlich was geschafft. So, treffen wir einen Curry. Genau. Abschluss Eis. Bier können wir noch nicht anbieten. Immer noch nicht. Aber hätten wir schon mal was hinstellen können. Jetzt ein bisschen zumindest. Können da ja noch machen, bis wir fertig sind. So eine Wurst auf den Grill werfen. Ja, noch nicht. Ein bisschen. Von Pommes, Wurst, Ketchup, Mayo, Senf, Bier, Saft. Nix haben wir. Gab's gestern im Verein Premium, Currywurst Premium mit Pommes. Premium-Eis steht hier. Und einen Feuerlöscher kann ich anbieten. Cool Traktor Ice Cream from Local Farms. Soße an der Seite, ne? Ich wollte gerade sagen, was ist hier Ketchup und Senf an der Seite, aber. Kommt das alles aus so einem Zeppelin oder was das sein soll? Ausgeschaltet. Ne? Zu kaufen darf man eigentlich nur Strom. Alles andere dürfte man nicht. Das Essen ist doch noch offen, ist schon nicht 22 Uhr. Nee, Herr schon Chef. Ausverkauft. Und der großen, steht doch im Angebot. Aufgrund der großen Nachfrage. Ein anderes Angebot. Anderes Angebot, ja. Gibt's ja von daher. Eine Kochschule hier oder? Kochschule? Ja, ja, habt ihr gesehen heute, was ich Schönes gekocht habe. Grüne Frankfurter grüne Wiese. Ja, das war mal was Gesundes auf jeden Fall. Ein paar Kartoffeln, Bohnen, Pilze, Zwiebeln. Und der Hirtenkäse, den nur ich esse. Na gut. Ja, morgen werde ich nachmittags, glaube ich, ein bisschen survivalen. Enshrouded wahrscheinlich morgen Nachmittag. Oder muss ich mal nochmal gucken, was mir am ehesten fehlt. Ich glaube, vielleicht sogar High-Rise. Mal schauen. Morgen Abend ist nix und dann geht's Donnerstag irgendwie weiter. Weiß ich auch noch nicht genau wie. Mal schauen. Bis dahin. Schönen Abend noch. Bis zum nächsten Mal. Und tschüss. 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 Dachte ich gerade, warum steht hier beim Eis...